Hallo und herzlich willkommen auf Multilaser und es geht weiter mit Techno. Ich freue mich. So, liebe Leute, wir haben ja die Hinterachse fertiggestellt. Butterweich. Ah, ein Traum. Herrlich. Und diese ganzen Einstellmöglichkeiten gehen mir am Arsch vorbei. So, wir machen weiter mit der Vorderseite. Ja, nee, also das ist schon ziemlich krass, ne? Was ihr hier alles einstellen könnt, das ist für mich einfach zu viel. Ne? Hier mit den hoch, runter und habt ihr nicht gesehen, dann könnt ihr den Reifen in der Position rein, raus, nach vorne, nach hinten, den Querträger hoch, runter, habt ihr nicht gesehen. Das ist mir zu viel. Also da bin ich überhaupt nicht drinne und sollte ich da irgendwie was falsch gesagt haben oder so, nimmt es mir nicht übel. Ich bin auch mehr auf den Bauschritt eingegangen, als auf diese Teile zum Einstellen. Ja, ein witziger Fun-Fact ist, habt ihr gesehen, wenn ihr die Brücke auf die untere Position macht, dann greift tatsächlich die Brücke wieder in der untersten Stufe im Diff. Ne? Das finde ich ganz interessant. Ja, ich habe euch gesagt, Vorderachse werde ich so weit vormontieren, wie es uninteressant ist, weil das kennen wir ja alle schon. Wir machen jetzt gleich nur die CVDs und hier die schönen... Alter, guckt euch diese schönen Aluteile an. Wow. Das machen wir gleich. Das habe ich auch bewahrt. Dann habe ich das schon vorgearbeitet. Und ja, viele haben sich gefragt, war das dann verkehrt mit dem Reinbohren in die ganzen Teile, weil es ja immer nur ein Rechtsgewinde bzw. Linksgewinde ist. Macht euch da keine Gedanken. Ich habe den nur ungefähr bis hierhin reingebohrt. Die Stange kommt aber doppelt so weit rein, also hinten. Und ich habe nur den Anfang ein bisschen erleichtert, dass man die Dinger dann später mit der Hand ein bisschen leichter reindrehen kann, also den Anfang. Die Stange geht deutlich weiter rein. Also das ist, da macht euch keine Gedanken. Genau. Dann noch ein paar andere Sachen, worauf ich kurz eingehen möchte. Und zwar habe ich eine Frage gekriegt wegen dem Empfänger. Und zwar den Reflex Willy Pro Empfänger. Moment. Habe ich extra rausgekramt auf meinem höchsten Schrank, wo ich die Funken hatte. Wie ihr seht, staubig des Todes. Aber der Akku funktioniert noch und die Funke funktioniert auch noch. Ich müsste nur mal entstaubt werden, wie ihr seht. Und weg. Solange ich die Funke noch habe, geht der Empfänger nur mit der Funke weg. Ja, die müsste mal entstaubt werden. Also die ist wirklich nur staubig und dreckig. Wenn die sauber gemacht wird, sieht die wieder hust wie neu aus. Genau. Ich hoffe, dass ich damit deine Frage beantworten konnte. Wir machen jetzt weiter. Wie gesagt, Vorderachse habe ich soweit vorgebastelt. Was wir alle schon kannten. Was hier vielleicht noch neu ist, ist, dass hier die Frontträger schon einen Drill haben. Das heißt, wir haben hier schon eine Drehung drin. Und zwar könnt ihr das so von der Seite vielleicht am besten sehen. Ihr seht der Arm, also ich halte ihn jetzt gerade, aber ihr seht, dass es hier schon angewinkelt ist, weil der Querträger sich hier dreht. Der dreht sich so. Hat Vorteile, wenn ihr mit dem Auto irgendwo gegenfahrt oder irgendwie kommt, dann steht der Reifen schon schräg und ja, ihr seht, man könnte das jetzt alles noch verschlimmern, also sprich den Sturz noch weiter nach oben drehen, indem man hier die Einstellteile ändert und dann könnte man den sogar noch weiter drehen. Aber dass ihr das mal seht, das ist neu, die haben hier so einen Dreh drin. Ja. Das ist das einzig Besondere an den vorderen Querträgern. Was ich aber auch wieder komisch finde, ist ziemlich dünn hier vorne, muss ich sagen. Also für Techno-Geschmacker ein bisschen dünn, auch hier die Halter wieder hier offen, die Geschichte. Ja, und dann auch extrem wieder ausgehöhlt. Das Ausgehöhlte hat natürlich, also wir haben hier natürlich eine, ich sage jetzt mal, Kranstruktur drin. Hier ist ein Gestänge drin. Natürlich haben die Arme dadurch ein bisschen mehr Flakes, was im Wettbewerb ganz wichtig ist. Und das habe ich auch hinten bei der, haben wir auch hinten. Aber ich finde es trotzdem, finde ich die Arme extrem geschwächt dadurch. Und wie gesagt, mir geht es ja hier rein um die Becher-Sicht und ja, das mag vielleicht erstmal funktionieren, aber wie lange, ne? Das ist halt so die Sache. Ja, aber technisch-typisch sind die Sachen nicht schlecht, ne? Das wissen wir alle. Ja, aber ich würde mir den Wagen jetzt nicht speziell zum Bashen kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir machen jetzt an der Front weiter. Und zwar für euch ist das jetzt hier mittendrin, ich muss mal die eklige Filmung wegpacken. So, wir machen jetzt hier weiter.
Ich packe das, ja, das Blatt ist überlichtet, aber ich brauche das Licht für euch, damit ihr was sehen könnt. Und zwar geht es hier mit dem vorderen Zehhubs weiter oder Dinge hier, ne? So, alles mal rausholen hier, zack, zack, zack. Ich habe hier alles nur reingeschmissen, weil ich musste das ja off-cam zusammenbauen, damit das hier nicht so viel Videozeit klaut, was ich wieder mit dem ganzen Gequatsche vernichtet habe. Sehr gut. So, aha, okay, hier haben wir die Sachen sogar getrennt, aber wo sind denn jetzt die, Dinger? Ach, die sind da drinne. Ah, und damit sind dann auch die anderen Stifte. Okay, das haben sie ein bisschen komisch gemacht diesmal. Aber okay. Ja, wie geht es euch? Erzählt mal. Ihr könnt ja mal ein bisschen so in die Kommentare schreiben, wie es euch geht. Übelst lange Knochen. Ich finde, die vorne kommen die mir einen Tick dünner vor, aber das täuscht nur, weil die so lang sind. So, wir machen jetzt hier, wir bauen die jetzt zusammen. Zack, zack, zack. Das hätte ich eigentlich auch mal machen können, weil das ist auch nichts Neues. Ich schneide das mal hier eben, weil das ist alles Videozeit. Und wie die zusammenzubauen sind, habt ihr ja schon gesehen. Ne? Das ist eigentlich Quatsch. Bis gleich. Ich nehme euch hier wieder mit. Wir haben jetzt hier unsere Lenkhebel aus Kunststoff. Sehr massiv, technotypisch, muss ich sagen. Und ich sehe jetzt hier kein links und rechts drauf markiert. Aber sie sind verschieden. Ich werde jetzt einfach mal so das so aus der Zeichnung nehmen. Und zwar kommt hier auch wieder dieser Kunststoffeinsatz rein. Das scheinen die wohl zu mögen mit so Kunststoffabsätzen. Ja, dann kommt hier die Kardanwelle rein. Und hier leider auch wieder diese Speziallager mit der Nut. Die haben sie vorne auch, damit das hier vorne bündig zu ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese Speziallager, das kostet halt eben auch speziell Geld. Ich glaube, die kosten ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie viel. Keine Ahnung. Aber ich wollte es halt mit erwähnen. Ne? So, jetzt sehe ich gerade noch was. Man kann hier in das Loch oben eine Schraube reindrehen. Das steht hier oben. Okay. Die drehen wir mal mit rein. Ich gucke gerade mal, ob die dabei ist. Die scheint wohl hier in der Tüte zu sein. Ja. Damit kann man den Lenkradius wohl begrenzen, den Einschlag. Und daher drehen wir die Schrauben auch mal rein. Das sind die kleinen hier, die beiden. Die muss ich aber mit der Hand wohl reindrehen. Nee, das sind Zweier diesmal wieder. Und dann hat mich einer gefragt, was ich von den Schrauben halte, von der Qualität. Die Schrauben sind top. Also die Schrauben machen einen sehr guten Eindruck. Scheinen mir gehärtete Schrauben sein. Die sehen wirklich top aus. Die sind stockschwarz, die Schrauben. Und die machen wirklich einen hervorragenden Eindruck. Also die sind nicht irgendwie so schlecht beschichtet oder so. Die sind stockschwarz, also wirklich stockschwarz und machen wirklich einen vernünftigen Eindruck. Und ich glaube, dass die auch nicht so schnell rosten, wenn die mal nass werden, wie diese normalen brünierten Schrauben. Die sehen wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Und machen auch haptisch einen guten Eindruck. Und das ganze Auto besteht fast nur aus 2,5er. Geschichten hier und das ist also das sind echt große Imbusköpfe und das ganze Auto besteht daraus und das wirklich an so wichtigen Stellen, wo ich sagen muss, finde ich gut, dass wir die großen Imbus-Dinger haben und damit richtig auch Kraft aufwenden können und ganz selten der Zweier bzw. der 1,5er Imbus in, eintritt und damit haben wir große Imbusköpfe und können viel Kraft aufwenden und hat vielleicht auch viel mit Stabilität später zu tun. Ja, also das finde ich auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Definitiv. So, jetzt haben wir hier unsere großen Imbus, die auch wieder mit 2,5er arbeiten, was richtig krass ist, die großen Mahnschrauben. Und jetzt kommt hier wieder die Stange rein. Das schneide ich eben auch mal kurz, das kennt ihr ja schon, das Theater. Da seid ihr wieder, gerade mit Schraubensicherung die Mahnschrauben reingedreht. Das kanntet ihr. Ich muss so gucken, weil sonst wären die Videos einfach dermaßen lang und das geht einfach nicht. So, da habe ich die Stangen schon vorbereitet. Das Theater will ich euch auch ersparen. Ja. Auch wieder hier 1:1 Zeichnung. Achtet immer mit diesem Steg, dass ihr die auch richtig habt. Habe ich alles gemacht. Einsätze habe ich gemacht. So, und jetzt geht es zum Zusammenbau mit den Aluteilen. Und jetzt wird spannend.
Also wirklich schöne Aluteile, muss ich sagen. Mit Links- und Rechtsmarkierung finde ich richtig gut. Und die sehen wirklich, also die sehen wirklich verdammt gut aus, die Aluteile. Und jetzt kommt's, was ich richtig stark finde. Hier kommen jetzt Kugellager rein. Oh, einmal oben und einmal unten. Überall, wo Kugellager verbaut werden in der Lenkung, ich feiere das tierisch. Das ist so mega. Habe ich so auch noch nicht gesehen mit Kugellagern in den C-Hubs. Und jetzt kommt's. Jetzt haben wir da Kugellager reingehauen. Ich nehme jetzt mal die Seite, weil die abgebildet ist, damit ich nicht durcheinander komme. Jetzt kommen die hier rein. Zack. Ah, da ist dann auch der Anschlagpunkt. Jetzt kommen die hier rein. Und dann... Ach was, nee. Okay, Moment, das ist ja krass. Hier haben wir noch Öffnung, seht ihr das? Da einmal und da einmal, da kommt noch eine Mahnschraube rein. Die nochmal zusätzlich, die Schrauben... Ach, guck mal, da ist sogar hier extra für die Mahnschraube so ein Punkt. Ist ja abgefahren. Also, ich zeige euch das mal. Wir drehen rein. So. Dann kommen die von unten passgenauen Füße rein, die passgenau mit den Kugellagern sitzen. Die werde ich jetzt mit der... Oh, auch großer Imbusskopf. Die werde ich jetzt mit der Hand reindrehen. Ja, geht. Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber geht. Bis ich nicht mehr kann. Immer noch, oh, ultra leichtgängig. Also wirklich ultra leichtgängig. Wahnsinn. Oben auch. Und dann werden die nochmal gesichert mit Mahnschrauben. Na, jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Ah, da. So. Rein damit. Ich feiere so eine Systeme, so eine guten Systeme feiere ich tierisch. Ich bin auch nicht zimperlich und ziehe die ordentlich an, aber ihr seht das, durch die Kugellager ist das Ding super leichtgängig. Das ist mega. Und haben wir Spiel? Aber nee, absolut spielfrei. Und jetzt haben wir hier hinten, wo wir die Schraube gerade reingemacht haben, natürlich einen Anschlagpunkt hier an dem Alu. Und wenn wir die rausdrehen, können wir den Lenkradius begrenzen. Wow, funktioniert richtig gut. Mega, ey. Also die Lenkung feiere ich tierisch. Jetzt kommen hier die kleinen Mahnschrauben noch rein, die nochmal zusätzlich dafür sorgen, dass sich diese... Ja, die nochmal dafür sorgen, dass sich die Schrauben hier oben nicht während der Bewegung rausdrehen. Geil. Geil. Jetzt kurz Konzentration. Wann merke ich ein Feedback? Ah doch. Okay, okay. Feedback spürt man. Spürt man. Aufhören zu drehen. Wenn ihr merkt, ist fest, nochmal ein kleines Tick nachdrehen. Sehr geil. Was man dann halt eben nicht vergessen darf, ist, wenn ihr die Dinger mal auseinanderschraubt, dass ihr zuerst die Mahnschrauben rausdreht. Weil wenn ihr die Schraube dann rausdreht, hier oben, ohne die Mahnschraube vorher, dann zerstört ihr euch natürlich das untere Gewinde. Und ihr seht aber, dass die Schrauben hier, ich zeige euch das mal, kann man das sehen? Hier ungefähr, an der Stelle sind die Schrauben, haben die, ja, wie soll ich sagen? Moment, ich will euch das ordentlich zeigen. Die haben da so eine Art Kerbe für die Mahnschraube extra im Gewinde. Und das Blöde ist, wenn ihr die aber rausdreht, ohne die Mahnschraube rauszudrehen, dann könnt ihr euch natürlich das untere Gewinde kaputt machen. Das heißt, man muss immer dran denken, die Mahnschraube vorzulösen. Gucken. Oh ja, Feedback ist da. Wow, geil. Geil. Was eine geile Lenkung. Mega, feier ich tierisch. Richtig gut. So, jetzt dürfen wir natürlich hier das Ganze nicht verkehrt rum machen. Ne? Wir haben ja eine linke, eine rechte Seite. Ganz klar. Ah, das liebe ich an Techno, ey. Diese Innovation immer dazwischen. So neue Sachen, ey, die einfach nur genial sind, ey. Und hier wird nicht auf Pivotball oder so gegangen wird. So, jetzt habe ich aber Schwierigkeiten, seht ihr das? Jetzt kam da doch schon das Kugellager raus.
Ah, jetzt. Das liebe ich bei Techno. Das liebe ich einfach. Das sind so neue Geschichten ohne Pivotball. Richtig geil. Das feiere ich tierisch. Richtig, richtig schnicke. Und glaub mir, das wird brutal halten. Das wird, die Lenkung wird brutal gut sein, ey. Die wird, das wird bestimmt so geil fahrtechnisch sein, ey. Ah, am liebsten würde ich es, uiuiui, da bin ich aber abgerutscht. Am liebsten würde ich es gerne miterleben, wie man das Ding steuert. Das würde mich ja schon tierisch interessieren. So, auch hier wieder anziehen und absolut spielfrei. Absolut spielfrei. Absolut spielfrei. Und leichtgängig wie nichts, ne? Das haben wir natürlich, wie gesagt, den Kugellagern zu verdanken. Da bin ich hier gerade abgerutscht mit dem Imbus, ey. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da müsst ihr aufpassen, meine lieben Freunde. Nicht, dass ihr euch die Hand abhackt. So. Mal einen Schrauben wieder rein. Zur Sicherung. Ne, dürfen wir hier nicht vergessen. Das Kunststoff lässt sich ein bisschen schwer drehen. Viele meinten, oder ich habe auch gelesen, dass die das nicht so gut finden, wenn man so stark ins Kunststoff reindrehen muss. Ich muss sagen, ich finde das ganz gut, dass es so ist. Grund dafür ist einfach, dass ihr in das Kunststoff öfter die Schraube rein- und rausdrehen könnt, ohne dass es so auslabbelt, ne, oder ausnudelt. Und das finde ich eigentlich, also das finde ich wirklich extrem gut. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, das Kunststoff könnte sich ja auch spreizen an der Stelle. Glaubt mir, das werdet ihr nicht haben bei Kunststoff von Techno. Techno gibt sich hier extrem viel Mühe. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Das ist kein dummes Gelaber. Achtet mal auf das Kunststoffgehäuse. Seht ihr das? Und dann auf die Arme. Seht ihr das? Das ist das, die Kunststoffgehäuse, also die Diff-Gehäuse, haben ein bestimmtes Material mit eingearbeitet. Und das werdet ihr nicht haben, dass da sich irgendwas verfärbt. Seht ihr das, wie ich die Schrauben da reingejagt habe? Und da verfärbt sich nichts. Ja. Das ist schon eine andere Liga, sag ich mal. So, das auch fertig. So. Jetzt kommen die mit den Stift. Okay, das. Das meinen die doch nicht ernst, oder? Okay, das finde ich jetzt. Das finde ich jetzt nicht so gut. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Links, rechts. Ich zeige euch das jetzt. Das feiere ich jetzt gerade nicht so. Und zwar sollen wir jetzt hier diese Stifte nur nehmen, die hier reinstecken, und dann haben diese Stifte so eine Auskerbung. Seht ihr das? Und da sollen wir denn hier ins Alu eine Mahnschraube reindrehen, die dann genau auf diesem Stift sitzt. Das finde ich nicht gut. Das, was, wieso? Okay, der Stift, okay, zum Glück, damit man sieht, wie der Stift ist, hat der Stift hier außen an der Rundung auch noch eine Kerbe, dass wir wissen, okay, die Kerbe ist jetzt zu uns gerichtet, das ist außen angebracht, aber nee, das feiere ich nicht. Das feiere ich gar nicht. Wir sollen Schraubensicherung nehmen. Auch wieder so eine Sache. Schraubensicherung, Schrauben und Alu vertragen sich nicht gut, wie ihr wisst. Hatte ich ja am Motorrad die Erfahrung. Und jetzt sollen wir da eine Schraube. Nee, das feiere ich nicht. Das System feiere ich gar nicht. Und jetzt so lange reindrehen, bis. Und jetzt müsste sich das mitdrehen. Ja, das tut es auch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann außen. Seht ihr das? Die Scheibe. Die Scheibe ist ja rund. Und hier ist sie abgeflacht. Damit man weiß, dass die abgeflachte Seite auch hier ist. Und wenn ich das jetzt hier bewege, weil die Mahnschraube hier innen drin jetzt auf dieser flachen Stelle drauf liegt. Aber das feiere ich nicht. Also die Befestigung feiere ich gar nicht. Nee, finde ich nicht gut. Was soll das denn? Das ist ja, warum? Vielleicht nicht anders machbar wie in dem Alu-Teil.
Aber das ist ja gar nicht mein Ding. Und dann auch mit so kleinen Mahnschrauben. Weißt du, wo ich die ganze Zeit lobe, dass wir Mahnschrauben haben mit 2,5er und dann jetzt hier mit 1,5er Mahnschrauben arbeiten. Dann mit Schraubensicherung noch an diesem Punkt. Und dann an so einer Stelle, stellt euch mal vor, euch nudelt hier die Mahnschraube durch. Dann bohrt das mal auf. Oh, ekelhaft. Oh nee, widerlich. Und widerlich. Ich brauche mal mein altes Tuch hier. Muss mal die Schraubensicherung wegwischen. So. So, und jetzt haben wir hier auch auf der Seite das gemacht. Sitzt, hat auch Spiel. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Aus dem Grund, jetzt stellt euch mal vor, euch nudelt die 1,5er Schrauber hier kaputt. Weswegen auch immer Dreck oder was weiß ich, hier ist Dreck drin, ihr kommt mit den 1,5ern nicht weit genug rein und macht oben das Gewinde kaputt und dann nudelt euch die 1,5er, ich krieg das hier nicht mehr raus. Das ist Abfuck des Todes. Feier ich null. Boah. Finde ich richtig schlecht gemacht. Nee. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also auch wenn ihr mitgekriegt habt hier im Video, dass ich die Innovation von der Lenkung her mit dem Kugellager geil fand, genauso schnell kann das auch wieder über Bord geschmissen sein. Ihr seht, ich feiere so eine Sachen. Wenn ich was geil finde, sage ich euch das. Aber wie so ein richtiger Techno-Fanboy, jetzt alles schön reden, seid ihr hier falsch, ne? Da müsst ihr auf einen anderen Kanal gehen, der alles gut redet, wirklich alles nur gut redet, nicht eine Kritik äußert. Aber da seid ihr hier falsch, ne? Ich bin neutral, ich feiere die Sachen, die Techno macht, finde die auch geil. Aber wenn mir was nicht gefällt, also absolut nicht gefällt, und dazu gehört hier auch diese Lenkung, dann sage ich das, ne? So, weil das meine Meinung in dem Fall ist. Und das hier mit der Lenkung vorne, das finde ich richtig scheiße. Also die Befestigung, das ist für mich einfach nur schlecht. Vielleicht hätte man da auch irgendwie, also da hätte man bestimmt irgendwas anderes machen können. Aber das feiere ich gar nicht. Null. Finde ich richtig kacke. Sorry, aber das ist für mich keine Methode. So. Zack, zack, zack. Arme ran. Jetzt machen wir jetzt kommen die Lenkdinger dran hier. Ich mache mal die Schraubensicherung zu. Wir haben alles benutzt mit Schraubensicherung, ne? Ganz wichtig. Jetzt kommen die Arme ran. Lass mich mal kurz gucken. Die Schrauben sind die gleichen, die Muttern auch. Können wir nichts verkehrt machen. Yeah, mein Sport. So, und zwar in E wollen sie die. Ja, schön, auf dem Papier ist beschrieben, aber hier nicht. Das ist die äußere untere. Okay. Und hier in dem Träger wollen sie ganz hinten in das zweite Loch hinten. Ins zweite Loch. Das ist die Stockposition. Dann machen wir das auch mal. So, ich habe hier mein schönen Schraubendreher-Kit von TFL. Ne? Nicht, dass ihr glaubt, ich habe diese Billigmarke in der Hand. So. Und hier auch wieder dicker Imbus. Das finde ich gut. Aber dann war es das auch schon wieder. Ne? Schade. Das Highlight der Lenkung, wirklich diese C-Hubs-Geschichte, finde ich mega genial mit den Kugellagern. Und dann wird das mit so einer bescheuerten Art mit Mahnschrauben-Befestigungsgeschichte wieder zerstört. Ey. Also, buh. Gefällt mir null. Also die Leute, die es feiern, bitte. Ne? Ich gönne euch. Viel Spaß. Aber das Ding ist bei mir. Nee, der fällt leider raus, der Wagen. Also sowas von raus. Das sind mir zu viele Sachen, wo ich sage so, ja, Wettbewerbsgeschichte, okay. Drückt man ein Auge zu, macht man mit, ne? Ist halt so. Dann ist ja auch im Wettbewerb nicht so, dass da so viel Dreck
beziehungsweise geht das alles noch so, hält sich noch alles in Grenzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal kurz gucken, nicht, dass, nee, ist alles richtig. Wenn ich den als Becher benutze und da kommt Dreck rein, dann ist, also, nee. Irgendwie ein Heißkleber. Also für euch als Tipp, falls ihr das Ding als Becher benutzen wollt, macht hier einen Tropfen Heißkleber drauf. Der Heißkleber sorgt dafür, dass da kein Dreck reinkommt und den Heißkleber könnt ihr rausfummeln mit einem Schraubenzieher. Ist mein Tipp an euch, falls ihr das Ding zum Bashen benutzt. Macht da einen Heißkleberpunkt rein und dann kriegt ihr da immer den Heißkleber wieder ab und kriegt die Dinger rausgeschraubt bei einem Schadensfall. Aber wenn da Sand drin ist, ich habe es euch ja gerade erklärt, da sehe ich echt schwarz. Nudelt euch die Schraube aus, ganze Träger, alles am Arsch. Was ein Theater, das da rauszukriegen, ey, nee. Oh, was hat sich Techno dann dabei gedacht, ey. Oh. Wir sind fertig mit der Vorderachse. Ich feiere die Vorderachse trotzdem. Ich finde die C-Hubs extrem krass, auch dass sie nach vorne gerichtet sind. Nicht so, wie wir es kennen, dass die C-Hubs hier sind. Oder, nee, eigentlich sind die C-Hubs ja doppelt geteilt, ne? Dann haben wir hier den Anschlag, das heißt den Lenkanschlag. Den können wir schön begrenzen auf beiden Seiten, ne? Dass es nicht zu weit nach innen geht. Finde ich gut. Der äußere Anschlag ist darum Crap. Also da muss ich sagen, ne? Das haben sie sich dann dabei gedacht. Wenn du jetzt keinen Einschlag begrenzt oder deine, sagen wir mal, die Lenkung geht kaputt, ne? Und ihr habt hier Freispiel und der Reifen geht nach außen, dann knallt er mit der Mutter, seht ihr das? Da gegen das Alu. Hä? Habe ich das Ding falsch zusammengebaut oder bin ich lost? Nee. Gut, jetzt würdet ihr sagen, hä, wenn da der Reifen drauf ist, dann kommt der Reifen doch schon vorher dagegen. Naja, wer weiß. Oder Reifen fällt ab und dann dreht das. Wieso geht das so? Guckt euch das mal an. Wieso kommt da die Mutter ran? Naja. Ansonsten leichte Lenkung bis jetzt. Das Ganze geht, kann man so drehen. Ja, oha, so geht. Und im eingefederten Zustand kann man auch drehen. Und geht auch wieder butterweich. Ne? Okay, das war's mit der Frontachse in einem Video. Es hat mal geklappt. Hey! Und danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ne? Euer Laser.